So, hallo Freunde, wir sind wieder angekommen, das Abenteuer geht weiter. Ja, wir müssen jetzt irgendwie an die Beute kommen. Hier unten sind wir fertig. Und, ja, ich habe gerade eben hin und her probiert und bin auch dahinter gekommen. Allerdings, nein, Guybrush, fehlt uns etwas. Wir müssen nochmal zurück nach Local Town. Und zwar dann in den Köderladen. Denn wir brauchen nochmal einen kostenlosen Köder. Den ersten, den wir uns genommen haben, haben wir für unser Parfüm benutzt. Lecker, lecker. So, da sind wir auch schon. Zit. Und diesen Köder brauchen wir jetzt gleich. So, nehmen und einstecken und wieder gehen. Genau, jetzt geht die Tür wieder andersrum auf. Ach, ist das herrlich. So, dann sind wir auch schon wieder hier fertig. Können wieder zurück eilen und ja. Dann sind wir auch eigentlich schon fertig hier auf der Insel. Aber mehr möchte ich jetzt erstmal nicht verraten. Hoppla, hoppla, hoppla. Nein. Och, Guybrush, was machst du hier mit mir? Zur Lagune will ich. So. Dann haben wir gesehen, der Schatz befindet sich, beziehungsweise die Beute befindet sich unter Wasser. Und zwar hier hinten in dem nicht sehr seichten Wasser. Nein, danke. Hier ist es etwas tiefer. Nein, danke. Ich bin nicht durstig. Ja. Hier ist es etwas tiefer. Ich kann den Grund kaum erkennen. Verdammt nochmal und zugenäht. Nein, hier ist es nein, danke. Ich bin nicht durstig. Also bitte, niemals! Vom Baumstamm Weitwurf habe ich erstmal genug. Hier ist es etwas tiefer. Ich kann den Grund kaum erkennen. Ja, genau. Muss ich jetzt... Hier ist es nicht nein, danke. Ich bin nicht durstig. Hier ist es nicht nein, danke. Ich bin nicht durstig. Nein, danke. Ich bin nicht durstig. Nein, danke. Ich bin nicht durstig. Auf jeden Fall müssen wir die... die Box? Nein. Mit dem Fisch benutzen. Hallo? Achso, man sollte das auch richtig machen. Mann, es gibt Dinge, die man nicht frisch halten muss. Hier können wir dann wieder einstecken. Nein, danke. Ich bin nicht durstig. Nein, hier ist es etwas tiefer. Ich kann den Grund kaum erkennen. Mann, hier ist es wirklich tief. Da. Und, nein, danke. Ich bin nicht durstig. Wollt doch sagen, verdammt nochmal, das war doch hier irgendwo. So, denn wir wissen ja, dass Guybrush 10 Minuten seinen Atem anhalten kann. Mhm. Und das sind diese florizierenden Fische. Die müssen wir uns jetzt angeln, weil, wie ihr sehen könnt, wir sehen hier unten überhaupt nichts. Deswegen habe ich halt diesen... Einmal das mit... So, jetzt bleiben meine Köder länger frisch. Genau, und die... Scupperware benutzen wir jetzt. Wenn die Fische bei uns vorbei schwimmen, da jetzt Fischi, zum Beispiel... Fischi, Fischi. Oh, Fischi, Fischi, Fischi. Ja, und da kommt schon einer. Zack. Und schon haben wir Licht. Ist es hervorragend oder ist es hervorragend? So, und hier unten gibt es auch gleich eine Höhle. Ja, und da sind wir schon. Puh, gut, dass ich meinen Atem 10 Minuten lang anhalten kann. das nehmen wir direkt mit. Genau, er nimmt gleich alles in seine Buchs. So, das auch noch. Und die Kiste auch noch. Komm. Ja, genau. Hey, da ist doch eben etwas aus der Truhe gefallen. Eine winzige Schraube. Jede Wette, dass sie zu Pagnoses künstlicher Nase gehört. Endlich. Jetzt kann ich meinen Namen endlich reinwaschen. Genau. Ja, genau, die Riesenkiste. Und die stecken wir auch ein. Das muss Pagnoses Ausstellungsraum sein. Wunderschön. Ja, wunderschön. Die Riesentruhe, natürlich. Eieieiei. Verlasse Höhle.
dam 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 dam. Nein, mein kleiner Fisch könnte entkommen, wenn ich sie öffne. Oberfläche. Die Dose ist schon voll. Schnell an die Oberfläche. So, dann sind wir hier fertig. Wir können jetzt zum Inspektor. Und sind hier erst einmal fertig. Ja, Freunde, so schnell geht es. So, Anwaltskanzlei, da kommen wir aber nochmal hin. Also, wir verabschieden uns nicht endgültig hiervon. Sondern erst mal. Denn wir bekommen ja jetzt die Fußfessel ab. Guten Tag. So, was kann ich dir denn jetzt alles geben? Und zwar kann ich dir einmal das geben. Oh, Inspektor, das hier könnte Sie interessieren. Was ist das? Sieht aus wie eine winzige Schraube. Sie gehört zu der Nase, die ich Ihnen schon gegeben habe. Das soll ich glauben? Was macht Sie so sicher? Hm? Das beweist überhaupt nichts. Schnauze! Oh, habe ich schon erwähnt, dass ich das in der Beute aus der Bank gefunden habe? Tja, dann sollten wir vielleicht einen Blick auf das gute Stück werfen. Mhm. Da! 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 Hey! Stehen geblieben! Schnauze! Nun, ich, was ist mit dieser Schraube? Sie passt nicht! Schnauze! Wenn die Nase passt, bin ich entlastet. Ich habe sie noch nie in meinem ganzen Leben gesehen! Schnauze! Nun, in Ordnung. Ich schätze, damit wären Sie entlastet. Was ist da an Ihrem Bein? Oh, richtig. Die Fußfessel. Moment. Vielleicht sollte ich Sie genauer unter die Lupe nehmen. Nur weil Sie die Bank nicht beraubt haben, heißt das nicht, dass Sie keine anderen, noch gemeineren Verbrechen planen. Hey, er hat eine Ente geklaut! Schnauze erhalten! Andererseits machen Sie ohne das Stigma des gemeinen Räubers, das über Ihnen schwebt, einen recht harmlosen Eindruck. Also verschwinden Sie. War das eine Beleidigung? Ja. Hast du schon deine Steuern bezahlt, Otis? Aha, sehr witzig, ja. Es wird Zeit, die Segel zu setzen, Kameraden. Gott sei Dank. Ich hasse diese bedrückende Insel. Ja, mir ist auch schon etwas langweilig. Das geht nicht. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten reparieren. Hey, hey, war nur ein Scherz. Meinetwegen kann's losgehen. Ein kleiner Witzbold. So, oh, direkter Weg. In Ordnung, Kameraden. Bewacht das Schiff, während ich in die Stadt gehe. Ja, Kumpels. Bewacht die Schaluppe, während Guybrush und ich uns in die Büsche schlagen. Wenn du gehst, gehe ich auch. Scamba, wir kommen! Hey, wenn hier einer in die Scamba geht, dann ich! Hey! Bitte bleibt hier und bewacht das Schiff. Ich bin bald zurück. Ach, war ja nur ein Scherz. Wirklich? Das kann nicht sein. Ich fürchte doch, Gouverneurin. Charles L. Charles hat mit seiner Fest- und Grog-Kampagne 23% der Stimmen erreicht. Aber... Schatz, ich bin da! Guybrush, na endlich! Sieh nur, was ich hier habe. Oh nein, das ist es nicht. Oh, Guybrush, das ist wundervoll. Esteban, bringen Sie diese Papiere ins Rathaus von Mili und retten Sie mein Anwesen. Oh, Guybrush, ich bin so froh, dass du zurück bist. Wo warst du denn so lange? Das ist eine witzige Geschichte, die damit anfing, dass ich nach dem nasenlosen Piraten suchte. Und dann sagte Ozzy, du kleiner Schreck, gehörst mir. Und dann griff mich eine Armee Koalas an. Und dann schrieben die Anwälte in die Kaufurkunde für Marley Mansion was zur Rettung des Hauses rein. Und hier bin ich. Tja. Ich glaube, wir sollten die Erbstücke meines Großvaters zerstören, damit die ultimative Beleidigung, oder wie dieser Mist heißt, niemanden in die Hände fällt. Stimmt. Hast du ein Streichholz? Charles, du berechnendes Wiesel! Raus aus meinem Haus, bevor ich meine Piranha-Pudel auf dich hetze! Na, na, meine liebe Mrs. Marley. Threepwood. Begrüßt man so den zukünftigen Gouverneur von Millie Island?
Die Wahlprognosen interessieren mich nicht. Die Piraten von Mealy Island werden deine leeren Versprechungen durchschauen. Die Piraten von Mealy sind so dumm wie Bodenstroh. Sie sehen das Meer vor lauter Wellen nicht. Was faselst du da? Sie durchschauen nicht einmal die größte Lüge von allen. LeChuck? LeChuck? Zu eurem Dienst. Schluss mit diesem hohlen Geplänkel. Ich muss eine Wahl gewinnen. Ha, die wählen dich bestimmt nicht, wenn ich ihnen sage, dass du in Wahrheit LeChuck bist. Nur zu, meine Liebe. Schreibt es von den Dächern. Es wird meinen Triumph vollkommen machen. Und wenn ich gewählt bin, werde ich Kraft meiner Regierungsgewalt das Geheimnis der ultimativen Beleidigung lüften. Seid ihr schwerhörig? Die ultimative Beleidigung. Mit Hilfe ihrer unheilvollen Macht werde ich meine Feinde zerschmettern. Ich werde die Karibik mit den Mächten der Hölle unterwerfen und Elaine in meine Arme schließen und sie heiraten. Ach ja? Nun, du kämpfst wie eine Kuh. Ja, Freunde. Willkommen im zweiten Akt. Komm auf die Seekuh. Ich bin verwirrt. Über was? Ja, allerdings. Wie kann LeChuck noch leben? Relativ gesehen natürlich. Keine Ahnung. Was ist die ultimative Beleidigung und warum sind LeChuck und Ozymandrel hinter ihr her? Keine Ahnung. Ich habe einen Plan. Ich bereue sicher gleich, dass ich gefragt habe. Aber was ist das? Eieiei. Wir verstecken uns in der Villa. Du versuchst das Geheimnis. Lass uns zusammen das Geheimnis des Big Whoop herausfinden. Ups, sorry, falsches Skript. Richtig. Nun, hier ist mein Plan. Ich verdopple meine Anstrengungen, LeChuck von Marley Mansion fernzuhalten. Was wesentlich einfacher sein dürfte jetzt, da ich weiß, dass er in Wirklichkeit ein untoter Dämon aus der Hölle ist. Warum verhinderst du in der Zwischenzeit nicht einfach, dass die ultimative Beleidigung Ozzy und LeChuck in die Hände fällt? Okay, wie? Ich würde an deiner Stelle mit der Voodoo-Lady sprechen, Hasenpfote. Sie scheint sich in solchen Dingen doch ganz gut auszukennen. Aber... Viel Spaß im Kampf gegen die bösen Buben-Mausepfötchen. Ja. So fühlt man sich also als First Lady. Ja, irgendwie führen die zwar eine sehr komische Beziehung, aber naja. Ja, Freunde, das war es aus diesem Teil. Ich werde jetzt diese ganzen Teile auch jetzt erstmal wieder hochladen. Und ja, ich weiß nicht, ob wir uns heute noch sehen. Ich versuche es einzurichten, aber wenn nicht, sehen wir uns morgen. Und ja, dann geht es weiter. Also bis dahin, NRW über 18, adieu.